Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Multiplayer Gameplay. Wie ihr alle mitbekommen habt, ist der legendäre Fort Donnerstag diese Woche ausgefallen. Und ja, die Hiobsbotschaft ist, der wird an eine weitere Woche ausfallen, meine Freunde. Schreibt es euch hinter die Ohren. Auch diesen Donnerstag kein Fort Donnerstag. Denn der Kurt Master. Sammer! Ja, Sammer! da. Matthias Sammer, ey. Denn der Kultmaster ist weg. Koksen. Leider nicht für immer. Nein, der Kultmaster ist in Berlin auf dem Konzert. Dementsprechend leider nicht am Start. Was für ein Konzert? Ich dachte, du hörst keine Musik. Allerdings, das ist ein Konzert ohne Musik. Okay. Allerdings gibt es da dann eventuell einen niceen Vlog aus Potsdam. Und diesen Donnerstag war ja auch nur nicht online, weil ja die deutsche Fortszene im Harz war, meine Freunde. War es eigentlich letzten Donnerstag? Da kommt dann natürlich auch noch ein Vlog. Einfach ignorieren. Genau, wir sind gespannt, wir sind hyped. Was für ein Konzert denn? Dua Lipa. Bild. Ich sag dir das, ey. Auch ein bisschen sass. Weißt du, du bist einfach so ein Hater schon immer gewesen. Bin überhaupt nichts. Stimmt, du hättest eigentlich mal alleine streamen können am Donnerstag, ey. Kann auch gar nicht, wie soll ich das denn machen? Ja, Hab doch gar kein Equipment. kriegst du Streamschlüssel von mir und dann Abfahrt. Was für Equipment, Junge? Die Goldschwimmer, die haben 5 Jahre ohne Kamera gestreamt. Nee, mit Kamera sowieso nicht. Aber, ne, weißt Was keine denn? Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht, du. Forts. Ist ganz einfach. Das auch. Das ist ja hinlänglich bekannt, dass ich das nicht kann. Forts ist wie Fahrradfahren. Das wichtigste ist Helm auch. Ist das Helm auf? Nein, meine Freunde, aber damit ihr Bescheid wisst, freut euch auf Vlog-Content. Und Fabo und ich bezocken jetzt ein paar Runden. Damit da ein bisschen was zum Abgelauten ist, ne? Würde ich mal sagen. So sieht's aus. Ja. Ja, und sonst? Wie geht's, Paro? Ey, super. Ich war am Wochenende wandern, wo ihr saufen wart. Was auch im Harz war, oder was? Teutoburger Wald. Ist das nicht daneben? Weiß ich nicht genau. Hätte ich gesagt. Das wäre schon wieder so ein Joke, ne? Wenn du quasi neben uns gewesen wärst. Ja. Da habe ich ein entspanntes Wochenende verbracht, das sehr entspannt war. Ach, gibt's ja gar nicht. War sehr schön. Sehr schön sogar. Naja, jetzt sagen wir mal so, wir sind wandern gegangen. Und Zauberküche ist also wie so ein tollender Hund durch diese Wiesen gelaufen. Gut. Der hat ja so viele Zecken, der Typ, ne? Also machst du wirklich keine Begriffe über diese Zeckenlage bei Küche. Ja, kann man das vorstellen, wenn er wirklich durch hohes Gras gedingst ist, ne? Getollt, ja. Kann wirklich sagen, der Getollt. ist rumgetollt, ja. Da kann ich mir das schon grob vorstellen, wie das bei dem ist. Grob. Übrigens für alle Schwitzer da draußen, der zweite Teil ums Schreiben ist draußen. Guckt ihn euch an. Habe ich natürlich schon längst gesehen. Hast du den noch nicht angeguckt, du Schwein? Doch, habe ich doch gesagt, ich habe ihn schon längst gesehen. Ja, aber das wird auch jemand sagen, der ihn noch nicht gesehen hat, deswegen. Ja, aber wird es nicht auch jemand sagen, der ihn gesehen hat? Ich weiß es nicht, ich habe ihn selber auch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Digga, meine Motorik, die ist ja schon wieder komplett kaputt. Ja, meine auch, aber du darfst ja nicht zu doll drüber nachdenken. Ne, das meint sowieso nicht. Überhaupt nachdenken an sich, ne? Das ist eh ganz gefährlich, auch, ja. Macht der denn da? Upgraden. Hat Hast er du da noch? gar nicht? Ja, dann hinter ihn noch dran. Ich weiß nicht wie. Du Nase. Hast du da eine Idee? Ich mach gar. Ich gucke auch konsequent nicht rüber. Ist mir viel zu Ja, stressig. wirklich, ne?
Das löst auch eh nur Stress aus, irgendwie, ey. Das machen wir nicht. Ich habe das Gefühl, das wird ein ganz schnelles zum Einleiten, glaube ich. Der hält nur. Weil ich nicht aimen kann. Hast du das gesehen? Nein. Konnte auch nicht aimen. Ich habe quasi einen Millimeter bei seinem Chor geschossen. Ist natürlich ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Ne. Da kommen Kareten, das glaubst du ja selber nicht. Das glaube ich ja wirklich nicht. Weil ich glaube, das ist nur ein Launcher, also. Ne, es sind tatsächlich zwei. Und zwei. Es sind maybe sogar mehr. Ist das ein Problem, oder? Weiß nicht. Einer ist schon mal weniger. Ja, der stresst dich ja wirklich darum, ey. Also ich glaube es ja nicht. Darf der doch gar nicht. Das, wo wir doch eigentlich nur ein entspanntes spielen wollten, ne? Hat der ein Schild hingesetzt? Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt geht der auf mich, der Horn, der Hond. Glaube ich ja alles nicht. Also, ich kann gar nicht drehen, ist nie los. Der Hodenkobold. So. Sag ich ja immer. Sag ich mal. Sag ich mal so. So Jans Jalan, sag ich mal so. So Jans Jalan, sagt er. Den aber wirklich nicht abgesägt, ne? Ich war schon unangenehm. Was denn? Was unangenehm? Die ganze Lage hier. Das stimmt. Dua Lipa Konzert, Alter. Kann man denn immer noch da sein? Hm? Wie kann man denn immer noch da sein? Wo? Ja, beim Konzert! Wie meinst du jetzt? Gedanklich! Ach so. Jetzt kannst du alles nicht ernst gemeint haben, ist geil. Weiß ich nicht. Ich glaube, du triggerst mich einfach nur heftig. Ich wollte ja schon immer mal wissen, was du so für Musik hörst. Ah, geil. Das ist ja überhaupt das Schlimmste, was ich je gehört habe. Was denn? Guck mal da! Was denn? Ah, okay, jetzt ist er weg. Unser Einzige. Ja. Ich hab direkt reingezogen. Oh mein Gott, ich hab direkt eine komische Note gezogen. Fuck my life. Mal auch mal machen. Ich hab direkt reingejoggt. Holy shit. Das ist ja alles nicht mehr fassbar. Ich hab Pinspiel komplett falsch gemacht, fällt mir gerade auf, ne? Ja, nicht schlimm, wir spielen ja gar nicht Pinch. Ach ja! Wird immer schlimmer. Ich kann gar nicht. Ach, da war es ja noch dümmer, was ich gemacht habe. Ja! 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 Kann so sein, Mann. Ja! So schön. Schöne Runde vor zum Multiplayer-Gameplay. Ja, dann flog ich da eine Menge Energy weg, glaube ich. Also. Das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Und dann kommen die an und sagen: Du, Toni, erzähl's aber nicht weiter. Und dann ist gerade Metall noch. Eieieiei. Was denn? Was? Nee, ich sag gar nichts. Ja, ist doch besser so. Also gar nichts mehr ab jetzt. Ist doch besser so, mein Junge. Du gerade mein Junge gesagt. Wir sind gleich alt. Mein Sohn, überhaupt. Mein Sohn. Ich glaube, so viel Energy weg, das ist schlecht, ne? Was hast du? Ich floate so viel Energy weg, das ist geisteskrank. Ach so. Ja. Du willst auch mit den ganzen Turbinen anfangen aktuell. Ja, ich war verwirrt, Junge. Ich dachte halt, das ist Pinch-Bild. Stimmt. Ja, auch schon ganze 20 Sekunden. Ja, oh mein Gott. Als wäre dann geht es nicht einfach, der passende Moment einfach seine Schnauze zu halten. Nein. Da muss dann nochmal drauf getalkt werden, Junge. Weil man sich einfach nicht im Griff hat. Habe ich von dir gelernt. Ja, stimmt halt wirklich. Du hast immer gesagt, ich muss mehr Trash-Talken. Als ob ich das gesagt habe. Ja, aber wie?
Aber natürlich. Es ist halt so traurig, weil es sein kann, ne? Sein kann, sagt er. Er muss nicht sein. Als wüsstest du nicht genau, dass es so ist. Mach jetzt bitte nicht diesen. Werde. Alter, ich bin so am Choken. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe gerade so ein komisches Hintergrundgeräusch gehört, als hätte irgendwer an seinem Einweg-Vape gezogen, Alter. Aber ich glaube, es sollte nur eine Schlange sein. Es ist der Elfbarmord, Digga. Ja, aber for real, ey. Für real, du glaubst es gar nicht. Für real, Junge. Kein Weg so. So klang das. Oh Junge, ich werde nie diese Einweg-Vape vergessen, ey. Cola, Red Bull Cola oder wie die hieß, ey. War das ekelhaft, was ich mir jemals zu mir genommen habe, glaube ich. Der Tag, an dem ich an einem Einweg-Vape ziehe, ist der Tag, wo ich aus dem Fenster springe. Oh, das wettest du aber sehr früh, mein Junge. Ich glaube, das kriegen wir noch hin, dass du dann so ein Ding ziehst, ey. Ja, okay, ziehen ist vielleicht noch okay, aber nicht mehr als einmal. Nee, oh Junge, das ist auch schon wieder sehr viel gesagt, ey. Da möchte ich ehrlich sein mit dir. Ich nicht. Das sind große, sehr große Reden, die du da schwingst, ey. Ich habe in all den Jahren nie so eine Scheiße genommen. Geraucht und was nicht. Boah! Damit fange ich jetzt bestimmt nicht an. Kann man so talken, Junge. Ich habe schon ganz andere Leute zum Rauchen bewegt, ey. Ich glaube, wenn du mich zum Rauchen kriegst, dann hast du echt einen Award gewonnen, verdient zumindest. Ein Award in Überredungskunst, meinst du? Ja. Den habe ich schon längst gewonnen, Digga. Ich hoffe, ich muss mich gleich nicht gegen irgendwas verteidigen, ne? Ich habe konsequent nicht rübergeguckt, also voller Absicht da. Da kommen Kanonen. Ein paar Kanönchen, ne? Kanönchen. Aber die machen ja nix. Wie weit bist du mit deinem Howie? Er ist fertig. Und wie weit ist er mit der Durchladung? Okay. Also ich habe jetzt gleich durchgeladen. Okay, Digga. Gib halt an. Du hast doch gesagt, es ist okay. Sag mir, wenn ich schießen soll. Muss einmal Energy aufladen, tatsächlich. Von mir aus können wir gleich. Wenn du noch länger brauchst, dann baue ich gleich noch eine Cannon erst. Ja, wir können dann schießen. Mein Gott, kann man so haten, Digga. Okay. Der hat wirklich ein Dings gebaut. Das glaube ich jetzt nicht. Ah. Hat sich so semi gelohnt, ne? Ah. Schlimmer sein. Da geht's schon sehr schlimm dafür, dass wir wesentlich mehr Forts-Erfahrung haben als die wahrscheinlich. Ich habe überhaupt keine Erfahrung. Ja, weil du noch 18 bist. Liegt, Junge. Proof. Überhaupt nicht 18, Alter. Ich hätte angegangen. Das darfst du nicht mit dir machen lassen. Zumindest nicht so einfach. Ich weiß. Ach du Scheiße, geht das noch mit diesem
Wie geht das nochmal? Willst du denn? Wie macht man nochmal diesen Strich? Welchen Strich? Ich bin dumm, wie geht das nochmal? Welchen Strich? Dass der Sniper da hinten ist, wo der Laser ist. Mit Bild auf und ab? Ich weiß ja, aber irgendwie passiert da nichts. Ich raff's nicht ganz. Nee, das geht nicht so. Right. Oh mein Gott, Digga, ich bin richtig. Rechte Maustaste und dann. Ja, 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 ich, also das weiß ich an sich, aber es passiert einfach nichts. Hä? Bist du dumm? Es ist jetzt ganz viel zu beschreiben, was da falsch läuft. Ja, du drückst schon erst rechte Maustaste. Oh Junge. Ja. Ich drücke erstmal erste Maustaste. Wollen wir eigentlich gleich mal schießen oder irgendwas? Ich kann nicht entscheiden schießen. Ja, dann lass uns das doch machen. Sollen wir auf Bottom den Down machen? Oder auf Top? Mach wie du meinst. Ja, halt, schieß mal auf. Ich dachte, du schießt hier mit deinem. Nee, Lieber das. Auf die Gunner. Da bist du einem Irrglauben aufgesessen. Gibt's ja gar nicht. Der hat da einfach oben einen Dingens drin. Laser mal Laser. Ist wirklich so verwirrend, dass der Sniper trifft, ne? Tatsächlich, ne? Also irgendwie. Eine Ahnung. Vielleicht finde ich das sogar schlechter, als wenn er nicht trifft. Ja. Das ist eine schwierige Lage hier gerade, wenn ich ehrlich bin. Findest du? Wollen wir nochmal mit den Cannons auf Top schießen? Ja, die Gunner müssen halt raus von dem, ne? Ja, aber mit Cannons ist ja egal, ob der Gunner hat. Ich hab irgendwie keinen Wind, ja. Ja, das Tür, wir brauchen zu lange. Boah! Kannst du dieses Gefühl teilen? Halt erstmal überhaupt nichts. Denn das, mache ich nicht. Ich dachte mal, ich nehme mal kurz den ganzen Gunner raus. Und dann können wir einmal in den Hauch schießen, ne? Die sind alle raus. Schieß mal Hauch. Lass mich kurz durchladen. Eine Sache von nicht mehr lange. Das gibt's nicht. No, oh, ey, Alter. Ich hab leider. Kann ich meinen Sniper da nicht. Oh, doch, das geht doch. Ich dachte, dein Scheiß ist im Weg. Aber ist der gar nicht. Ich hab's kurz gehofft, aber war er nicht. Ah, okay, jetzt hilft. Ist doch irgendwie ein bisschen. Jetzt schön auf den. Och. Ist ja ehrenlos. Auf dem Plasma da. Oder er hat den schon gar nicht mehr. Doch, der hat den. Wo ist er denn? Ja, unter Aufhängung direkt. Oben bei der dicken Tür. Bei der dicken. Schön einen abkrampfen gegen so Leute, die wir wahrscheinlich zum ersten Mal gespielt haben. Hallo? Glaube ich nicht. Na gut, ich muss sagen, jetzt war es auch nicht in Gefahr tatsächlich, ne? Für mich auch nicht gefährlich.